Hallo Fight-Fans, ich bin's wieder, Max Wiener von Brown & Pound TV und stehe neben Achilleas Chalkidis. Achilleas, du bist jetzt bei der Aktion beteiligt, leuchtende Kinderaugen. Genau. Wie kam das, diese Verbindung zu diesem Verein? Das kam durch den Timo Biebe, den habe ich, den kenne ich schon seit vielen Jahren und seit 2 Jahren trainiert er auch bei uns. Und er engagiert sich sehr sozial für die Kinder, hat es auch ins Leben gerufen und da unterstützen wir diese gute Sache. Und um was geht es eigentlich genau bei dieser Aktion? Bei dieser Aktion geht es eigentlich geht es darum, dass wir Kinder, die aus sozial schwachen Familien kommen, ein Weihnachtsgeschenk unter dem Weihnachtsbaum bringen und ihre Augen zum Leuchten bringen, daher auch leuchtende Kinderaugen. Also es geht ja um Kinder, die halt Eltern haben, die unverschuldet in Armut leben, und ich denke, viele Leute wissen es auch gar nicht, dass auch in Deutschland bei uns jedes 4. Kind in Armut leben muss, und man denkt immer, in anderen Ländern geht es einem so schlecht, aber richtig. Aber auch selbst hier in Aschaffenburg und Umgebung, was für eine Anzahl von Kindern betreut ihr jetzt damit mit dem Projekt? Also erst vor ein paar Monaten war die Zahl über 1700 Kinder, also ich wage schon zu sagen über 2000, und es werden immer mehr und mehr, und daher sind wir so sehr angewiesen auf die Unterstützung der Mitmenschen, die nicht nur mit Geld spenden können, sondern auch mit norwegischen Spielsachen zum Beispiel, oder einfach die heute Abend kommen zu uns zu der Veranstaltung und den Eintritt bezahlen, weil der ganze Erlös geht an das Projekt Leuchtende Kinderaugen. Es ist aber auch weitaus mehr als nur ein Weihnachtsgeschenk und ein Weihnachtsbaum. Es geht auch um zum Beispiel um Geschenke zum Geburtstagen. Ja. Es geht auch um einen Traum zu erfüllen, ja. Einen Kindwunschtraum zum Beispiel hat der Timo Bieber auch. Ein krankes Mädchen mit ihr war auf einer Delfintherapie gewesen, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden, und daher ist es wirklich nur, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, können wir was bewirken. Deshalb sind wir auch auf Sponsoren angewiesen, die ihr Herz auf den rechten Fleck einfach haben. Ja, also du sprichst gerade diese Wunschtraumaktion an, da geht es ja um schwerstkranke Kinder, wo man weiß, dass sie halt nicht mehr lange leben werden. Und um denen nochmal einen Traum zu erfüllen, es gibt auch noch dieses Einschulungsprojekt, was ihr habt, also dass man halt Kindern auch die Möglichkeit gibt, die jetzt also wirklich nicht das Geld haben, Schulsachen zu geben zur Einschulung. Ja, und es gibt auch dieses Partnerschaftsprojekt, und da bist du selber sehr aktiv. Und möchtest du dazu noch was sagen? Ja, ja, wir haben zurzeit 7 Kinder, die wir hier unterrichten dürfen. Ich sage dürfen, weil das sind vielleicht die Weltmeister von morgen. Ja, ne? Und es gab nicht nur einen Weltmeister, der aus armer Familie kommt. Mhm. Und ich finde, jedes Kind hat ein Recht darauf, seine Wünsche wahr werden zu lassen. Mhm. Und es geht leider nicht mit Hilfe unserer Erwachsenen. Wir waren selbst auch mal Kinder. Ja, und wenn man auch bedenkt, von wegen in Armut, ist es ja auch so, dass man sich selber auch meistens zurückgestellt fühlt und das Selbstbewusstsein darunter leidet. Und gerade so ein Patenprojekt, wo man halt so einen Kampfsport oder einen anderen Sport ausüben kann, ist es ja auch so was, was ja gerade auch Kampfsport, ja, das Selbstwertgefühl steigert, was Selbstbewusstsein schafft, was auch Respekt gegeneinander beibringt, was Gewaltprävention ist und so. Und dann unterstützt man ja nicht nur also die Gesundheit der Kinder, sondern auch, man hat ja auch dann sehr viele Präventivmaßnahmen drin. Ne? Richtig. Es ist eine Philosophie, mit dem Kampfsport oder mit Sport generell werden die Energien in eine richtige Bahn gelenkt, sage ich einfach. Sport ist, sollte man der Erziehung ein nicht zu kleines Wert geben. Es sollte an hoher Stelle liegen, und von daher hat nicht nur ich das Glück, eine Patenschaft hier zu übernehmen, sondern jeder von euch kann so eine Patenschaft übernehmen und kann einfach das Geld überweisen, monatlich in Höhe von 37 Euro, und dadurch ermöglicht er ein Kind
ein Training hier in der Arena. Also man könnte einfach hingehen und auch wenn man jetzt kein Kind in der Nähe kennt, dass man einfach sagt, von wegen, weil man weiß, die das Geld hier in die Achillea Sportarena. Richtig. Und richtig. Das Kind könnte dann hier trainieren und würde dann natürlich auch genau aufgeklärt werden, was macht es, was tut es, so ein bisschen über den Fortschritt auch so, damit man es mitsieht, von wegen, was das Patenkind so treibt. Genau. Aber wie du eben ganz wichtig gesagt hast, es geht nicht nur um Geld, sondern man kann auch neuwertige Spielsachen schenken. Also Leute, die jetzt Geld schon woanders hin spenden und es geht hier auch um also dass man auch einfach Sachen hier hinspenden kann, dann, wenn die neuwertig sind, die noch nicht so gebraucht sind und einfach dann auch ein Kind ein Geschenk zu geben und ich denke, es gibt ja diesen Spruch, ne, geben ist illegal als nehmen und ich glaube, wenn man in leuchtende Kinderaugen blickt, das ist das größte Geschenk, was man sich vielleicht auch selber machen kann, indem man einen anderen den Wunsch erfüllt. So ist das. Ja. Und es gibt ja diesen Abgabetermin noch, der ist auch beim Timo Bieber, einer Malteser Hilfsdienststelle, Schönbornstraße 38, genau. Hier in Aschaffenburg. Wie gesagt, er ist noch im Weihnachtsmarkt dabei, kommt auf jeden Fall dabei. Das ist also wirklich eine gute Sache. Und wie gesagt, also wenn man jemandem was schenkt und was gibt und man das Lachen im Gesicht sieht, beschenkt man in Wirklichkeit eigentlich sich selber. Und man kann aber durch den ganzen Dezember hindurch, hat mir eben noch der Timo gesagt, jeden Tag Geschenke abgeben, natürlich auch Geld spenden. Also das Spendenkonto wird nachher hier unten eingeblendet sein. Ihr werdet das sehen können, wo ihr auch Geld hin spenden könnt. Und wir brauchen unbedingt Sponsoren. Wir machen hier wirklich, ihr macht das wirklich mit Herzblut. Ich weiß auch von wegen, ihr seid Leute, von wegen, wo ich weiß, 1:1 geht das Geld auch weiter. Und von daher kann ich nur jeden Sponsor und auch jeden unserer Sponsoren nur bitten, von wegen, tut ein gutes Werk, unterstützt hier die Arbeit. Was gibt es Wichtigeres, als Kindern in Not zu helfen? Ich wollte mich nochmal bedanken, recht herzlich an alle, die hier heute Abend teilgenommen haben und vor allem du, dass du heute da warst. Nein, also ich möchte mich bei dir bedanken. Ja. Ich möchte mich bei dir bedanken. Ja. Vielen lieben Dank. Alles Gute, bis demnächst.